1000 schlau. Stark im Leben. Es lohnt sich, in Bildern zu denken. Wir können uns an Bilder unglaublich einfach erinnern. Man kann natürlich hier sagen, aber Wissen ist doch abstrakt. Aber wenn man abstraktes Wissen in Bilder verwandelt, dann hilft uns das, uns zu erinnern. Wir reden hier von der sogenannten Schlüsselbildmethode. Und das Bild braucht nicht mal besonders viel mit der Information zu tun haben, weil unser Gehirn in der Lage ist, selbst eine Assoziation, die relativ weit weg ist von dem tatsächlichen, von der tatsächlichen Information, wie in einem Trichter, wir kommen drauf. Auch wenn es fast abstrakt ist. Eine Diskussion, die wir mal geführt haben auf einer Party war, wer sind die drei Hauptdarsteller in dem Film Ghostbusters? Kam das große Rätselraten. Das Bild dafür, das hat nachher einer gewusst, der hat dann so ein mobiles Internetgerät aus der Tasche gezogen. Die Schauspieler. Wer ist mit dabei? Dan Aykroyd. Genau. Viola Ramis. Und Bill Murray. Genau. Unser Cineast. Ein Bild, wie man sich das merken kann. Den Marshmallow-Mann kennt, glaube ich, jeder aus dem Film. Man stellt sich einfach vor, wie der Marshmallow-Mann unglaublich mürrisch Akkordeon spielt und verkleidet ist dabei wie Ramses. Das hat mit dem Film eigentlich nichts zu tun, aber das Bild kann man sich merken. Und man hat eben über mürrisch den Murray, ja, es ist relativ fern, aber man kommt schon drauf. Man kommt über das Akkordeon an jemanden, der Aykroyd heißt. Und über Ramses, wenn man den Harold Ramis kennt, kommt man auch wieder an den Namen, wenn man ihn schon mal gehört hat. Das heißt, man braucht auch gar nicht so präzise zu arbeiten. Man kommt über eine Assoziation, die ein bisschen weiter weg ist, dann auch wieder an solche Informationen dran. Hier genau das Gleiche. Auch wieder Assoziationen finden. Wie heißt die Hauptstadt von Madagaskar? Ja, so heißt sie nicht, aber so ähnlich. Es ist auch schwierig. Ja. Die Hauptstadt von Madagaskar heißt... Machen wir es mal umgekehrt. Was kennt ihr von Madagaskar? Ein Lied. Genau. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Genau. Und weil das so ist, da kommt das Schiff an und diese Leute sind alle krank, sagen die Bewohner von Madagaskar, Madagassen, wie auch immer sie heißen mögen, nicht, wir lassen dieses Schiff in unseren Hafen, sondern wir stecken bei der Ankunft. Was heißt Ankunft auf Englisch? Arrive. Denen nur eine Antenne entgegen, an der sie sich festhalten können. Die Hauptstadt heißt nämlich Antananarivo. Okay. Es wäre eine Eselsbrücke, sich das Ganze zu merken. Okay, wie sah die Flagge aus? Weiß auf der linken Seite, unten grün, oben rot, oder? Genau. Wenn man die Pest hat, gibt es ein Phänomen, man kriegt sofort weiße Haare, kippt auf die Seite und die Augen sind rot und grünblind. Und so kann man sich dann auch die Flagge merken. Das ist natürlich nicht so, aber das wäre das Bild, um sich das eben abzuspeichern. Und Antananarivo über ja, das Lied, was eigentlich jeder mal so gehört haben sollte, genau. Ja. Die Chinesen können noch eine tolle Sache, wir reden viel über China irgendwie, die können nämlich auch bis 10 zählen mit einer Hand, die brauchen keine 2 dafür. Ja, das ist chinesisch gezählt von 1 bis 10. Wie kann man sich das merken? Das erste, was wir machen, ist eine Analyse. Was müssen wir uns überhaupt merken? Von 6 bis 10. Genau, die ersten 5 können wir streichen, die sind relativ einfach, die kann jeder, das versteht auch jeder Chinese, wenn man es nicht so macht, sondern vielleicht so 2 zeigt, also damit kommt er klar. Und dann wird es spannend, die 6 sieht so aus. Wie kann man sich das merken? Ein bisschen eng los, vorbei, aber das ist jetzt letztlich das... Leute, die schnelle, aggressive Musik hören, machen auf Konzerten manchmal so. Das hat ja auch was mit dem Teufel und der 6 zu tun und das sieht dann so ähnlich aus wie das hier. Das sieht so ein bisschen aus, ist eine komische Handbewegung, sieht so ein bisschen aus wie eine 7. Vielleicht. Ja, eine 8 braucht Löcher, wie macht man die? Genau. Ja, man schießt die rein. Und mit einer 9 kann man einen tollen Sport betreiben. Eine 9 ist ein toller Partner zum Fingerhakeln. Okay. Dann hat man das hier. Und bei der 10 hat man sie alle. Könnt ihr euch das vorstellen? Einmal überlegt, einmal konstruiert. Ich kann euch morgen fragen oder nächste Woche. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht vergessen haben. Thank you.
Mehr Informationen zu diesem und anderen Themen sowie zum Autor finden Sie auf unserer Webseite unter www.tausendschlau.com.